Ein Skitag in der Arlberg-Region, wie er besser nicht hätte sein können. Auch wenn es zwischenzeitlich nicht danach ausgeschaut hat, hatten wir mega Powder-Abfahrten, konnten einige der Klassiker abarbeiten und sogar ein paar ganz steile Dinger mitnehmen. Neuer Tag und schon wieder windig. Ich habe da auch ja den Wind irgendwie auf meiner Seite, aber hey, hilft nichts. Jedenfalls habe ich jetzt einen anderen Ski, mal schauen, ob es damit besser geht. Schieben wir es mal aus Material. Jetzt sind wir in Zürs raufgefahren, oder? Genau, Seekopfbahn. Und jetzt wird erstmal gefreeridet. Jetzt wird gefreeridet, aber mit 15 Minuten Aufstieg. Jetzt fahren wir Erzberg. Neuen Ski testen. Ja, ich glaube, ich muss nochmal anfangen mit Flugbögen. Im Gelände kam mir der Unterschied gar nicht so gravierend vor, aber auf der Piste hat es echt einen Riesenunterschied gemacht, einfach weil man ja auch viel tiefer steht als mit der Rahmenbindung. Für uns ging es dann aber zum Glück ja gleich wieder ins Gelände, dementsprechend konnte ich mich gemütlich umstellen auf den neuen Ski. Wir mussten erstmal ein bisschen rüberqueren, bevor dann der Aufstieg wieder begonnen hat. 15 Minuten, schauen wir mal, ob das heute jetzt geht. Anschneiden war schon mal schwierig. Die meisten von euch werden sicher schon mit den Pinnenbindungen in Berührung gekommen sein. Ich ja auch so ein bisschen. Und ich habe da aber schon immer gekämpft. Okay, Notiz an mich selber. Nicht alles, was neu ist, ist schlecht. Also das geht wirklich um einiges besser. Krasse Sache. Da ist sie wieder, die erste Spitzkehre für heute. Ich kann es kaum erwarten. Also es war sicher noch nicht optimal, aber es hat beim ersten Anlauf geklappt. Juhu! Ist der etwa warm? Ah, ein bisschen. Ja, ziemlich. Der weitere Tagesplan wird auch geschmiedet. Da fahren wir nachher vielleicht noch die Rinne. Hui, ganz schön schmal. Ja, jetzt wird erstmal abgefällt. Normalerweise sitzt da natürlich auch bei mir jeder Handgriff beim Felle auf- und abziehen und Bindung umstellen. Aber jetzt muss ich mich noch ein bisschen umgewöhnen, doch es hat ganz gut geklappt. Aber ich glaube, am Erzberg hinten ist dann besser. So, so. Ja. Also ich habe gehört, Frauen jammern immer. Aber der Herr jammert auch ganz schön. Ich jammer nicht, ich sehe noch nichts. Na gut. Ah, dafür haben wir einen guten Pulver. Ja, immerhin, dann fallen wir weich. Jetzt wird ausgekundschaftet, wo der Schnee am besten ist. Hier drin ist es übrigens überhaupt nicht windig, ist voll geil. Und ich bin jetzt echt gespannt auf die Abfahrt. Ich glaube, die wird mega. Und die war auch mega. Lustigerweise haben wir das im Tagesverlauf dann aber fast vergessen, weil wir noch so viel weiteres Tolles erlebt haben. Aber das seht ihr ja dann eh gleich noch alles selber. Ich bin übrigens dann auch schon richtig gut zurechtgekommen, eben mit dem neuen Ski. Ich brauche sonst immer ein bisschen Umstellungszeit. Aber das lief im Gelände wie geschmiert. Super, super gut war das und hat richtig Spaß gemacht. Heute ist es mega. Ich find's geil. Fahren wir bergauf oder bergab? Ja, solange wir fahren, fahren wir bergab. Doch erstmal wurde es nicht besser, sondern schlechter und man hat wirklich kaum mehr gesehen, ob es rauf oder runter geht und überhaupt keine Konturen mehr sehen können. Ein paar Meter weiter oben, jetzt wird es wieder windiger. Jetzt sind wir raus aus dem feinen Becken. Aber man sieht auch wieder mehr. Also es klappt jetzt echt besser bei mir. Ich habe nur die Technik halt noch nicht durchschaut. Man muss da ja verriegeln vorne. Da war doch was. Ski verloren. Aber gutes Timing. Jetzt machen wir die Felle eh runter. Perfekt. Neuer Ski, läuft gleich besser. Also, wenn man es nicht kann, liegt es nie an einem selber, immer nur am Material. Dann ist Material schuld. Zum Fahren ist gerade eher schwierig, der Schnee ist schwierig und die Sicht ist echt nicht vorhanden. Aber es sieht trotzdem schön aus. Die Abfahrt war dann echt der pure Horror und da muss man sich an so Strohhelmchen wie dem tollen Panorama festklammern, damit man nicht verzweifelt. Aber dass es, wie gesagt, dann noch so gut werden würde, hätte ich nicht geglaubt. Als wir da unten im Tal angekommen sind, dachte ich, der Tag ist vorbei. Unten sind wir. Ich habe euch den Rest jetzt erspart aufzunehmen. Aber es war witzig. Jetzt macht es leider erst so richtig zu. Man sieht richtig, wie die Wolken reinziehen über die Gipfel. Für uns geht es jetzt mal wieder zurück zum Lift. Mal schauen, was wir noch machen. Ich bin selbst gespannt. Wir sind wieder im Winter. Es schneit. Und jetzt geht es auf der Piste zum Schlepper zu den Lichtbögen. Hier beginnt jetzt der ungesicherte Skiraum. Wir fahren über die Milchböden zur Wagnerhütte und dann nach St. Anton. Diesmal sind wir aber nicht ganz alleine. Er ist semi-gesichert, würde ich sagen. Ja, die Local Guides.
Und dann wurde es original richtig gut. Der Schnee war schon super geil. Man hatte zwar noch ein bisschen eine harte Schicht drunter, aber obendrauf halt schon Pulverschnee. Und es waren so kupierte Hänge, nicht zu steil, einfach nur wunderschön. Und durch die Bäumchen, auch wenn es am Anfang nur wenige waren, hatte man halt schon so ein bisschen Kontrast und konnte wirklich mega gut fahren. Es schneit dicke Flöckchen, das ist eigentlich ziemlich geil. Dicke Flöckchen. Ja. Ja, bei dir retten sie sich ab auf der Mütze. Im Nachhinein betrachtet hatte da wohl jemand kalte Finger und wird sich gedacht haben, was will die mit ihren blöden Schneeflocken. Aber ja, ich liebe Schnee einfach. Ich kann nichts dafür. Wenn es schneit, dann bin ich glücklich. Oh je, mein neuer Ski leidet. Er leidet so sehr. Das ist Schnee. Ja, wir nehmen die Abenteuerüberquerung. Es hat da hinten auch Schnee gegeben, aber wir nehmen Baum. Klar. Wer will schon den einfachen Weg, wenn es auch einen super besonderen gibt? Ah ja, ganz gut. So, er ist schon drüben. Kann nur noch ich reinfahren. Super. Yay! Du hast überlebt! Und dann muss ich feststellen, dass der erste Schritt runter aufs nasse Holz gar nicht so einfach war, weil wenn es einem da schon die Füße wegzieht, weil es so rutschig ist, dann liegt man halt auch original im Bach drin und das will ja keiner. Ah. Voll idyllisch am Bach entlang, das mag ich ja eh auch voll gern. Fast ein bisschen wie zu Hause, nur mehr Schnee. Das sind die Milchböden, wo wir jetzt gerade rausfahren und das ist echt super cool, ich lieb's. Bei uns vergleichbar mit dem Bärenbad, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen länger die Rausfahrt. Und es schneit so dicke, schöne Flöckchen. Das ist mega. Weiter geht's mit dem Bus. Ja. Jetzt sind wir da wieder unten in Anton und hier ist halt deutlich mehr los. Das ist ja mega geil, was wir so gemacht haben. Es klingt. Wir sind schon wieder oben. Ich habe natürlich vergessen, was wir machen. Schöngraben. Was das? Wir sind jetzt am Krabal oben und fahren in den Schöngraben. Weiß der Graben, gestern, das ist das Schöne. Gestern sind wir da rauf, links, Oglischalte, nachher verbogene K und heim Südseite. Ich brauche jetzt einen Durchblick. Für mich ist auch besser. Ich kann zwar jetzt besser spitz kehren, aber so gut glaube ich immer noch nicht. Die Brille war dann zwar geputzt, aber Durchblick hatten wir immer noch keinen richtigen, weil es halt trotzdem ganz schön rumgezogen hat. Aber ihr könnt es euch nicht vorstellen, es war so wunderschön, einfach nochmal so eine richtige Winterstimmung zu haben. Hier ist jetzt geil, weil hier hat es keine Spuren drunter. Und dann fährt sich das wie so eine angeschneite Piste, auf der man die erste Spur legen kann. Also super einfach, aber wunderschön. Ist es steil? Ah, vielleicht. Aber geil, mit Schienen am Fuß geht's besser bei mir. Die Aussage ist bezogen auf das Video vom Vortag, das kann ich euch hier mal rechts oben verlinken. Denn da waren wir dann am Grat ohne Ski unterwegs, also mit Ski im Rucksack. Und da kriege ich dann eher Bammel, aber solange ich die Ski am Fuß habe, ist alles gut. Und diese Stimmung hier, die war dann wirklich unbeschreiblich schön. Die Sonne hat durch den Schneefall rein durchgeleuchtet und der Untergrund wurde ein bisschen weicher. Also es war perfekt. Ich war jetzt halt zu langsam mit der Kamera, aber das Original einfach durchs Wasser gelaufen. Mach ich das ist auch so. Wasserflug. Oh. Oh mein Gott. Heißt Schnee suchen. Ah, es war eine mega Runde, es war richtig geil. Richtig, richtig cool. Ich würde ja sagen, jetzt kommt keine Fest. Tschüss.
Das heißt, ab jetzt müssen wir zu Fuß gehen, so wie die Brieftauben. Ja, 2 Stunden vielleicht. Das macht mir Angst, weil die 15 Minuten kamen mir auch länger vor vorher. Ich glaube, du hast eher ein Zeitproblem. Ich bin gespannt. Aber ja, wenn es weh tut, dann fängt es an, mir Spaß zu machen von dem her. So schnell kriegst du mich nicht tot. Es geht bergab. Und zu Fuß kann ich sogar spitzkehren. Mit dem Radl kann ich es übrigens auch, nur mit den Schienen. Also? Und dann haben wir uns verratscht beim Marsch zurück zur Gondel und dementsprechend habe ich ganz vergessen, euch was davon zu filmen. Jedenfalls war es nicht so lang, also machbar. Ey, wir sind einfach alleine. Ah, das ist jetzt geil, weil es halt so eine riesige freie Fläche ist. Ja, voll. Und jetzt ist die Sicht, da finde ich echt gut. Ja, jetzt gut. Sind wir quasi im Gletscherbruch, sieht krass aus. Ist natürlich nur so eine bisschen abgerutschte Stelle. Das sieht verrückt aus. Also irgendjemand hat da gestern nichts aufgegessen. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt ist voll der Nebel reingezogen. Habe ich nicht bestellt. Und damit dachte ich schon mal wieder, dass der Tag jetzt definitiv gelaufen ist. Und dann kam diese Aussage. Jetzt fahren wir die Nadel in Zürs. Klassiker. Das ist quasi genau diese felsige Rinne, die ich euch in der Früh schon gezeigt habe, also ganz am Anfang den Gegenhang, den ich gefilmt habe, da ist die Nadel. Darauf hatte ich mich zuerst schon richtig gefreut, hatte es dann aber über den Tagesverlauf komplett vergessen und dann war es soweit. Oh, da ist der Schnee jetzt schön. Krass, cool. Oh, wow. Oh, wow. Aber da war der Schnee jetzt schön. Oh! Oh, krass. Also der Sturz war gemütlicher dagegen. Sah aber echt böse aus, weil es halt einfach ein richtiger Salto war. Und ja, da sieht man wieder, dass man halt einfach doch nicht die richtig gute Sicht hatte. Aber der Schnee war so, so gut. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum man lieber nicht alleine im Gelände fahren sollte. Weil wenn man dann halt mit dem Kopf im Schnee stecken bleibt, sieht es nicht so gut aus, wenn man alleine unterwegs wäre. So, da ist die Felsnase, von der die Strecke dann den Namen hat. Jetzt haben wir genau wieder gar keine Sicht. Aber der Schnee war geil. Da war er jetzt gut, ja. Bist du gemütlich gefallen? Schöne Zeit gemacht. So, jetzt habt ihr sie nochmal von der Nähe. Wir fahren wirklich da runter. Auch jetzt nicht so viele Aufnahmen von der Abfahrt, glaube ich. Also diesmal ist keine flache Sicht, diesmal ist Blindflug. Aber wenn es nicht so alpin ist, dann bin ich nicht so schissig. Also der Stein macht mir nichts. Aber gestern war das schon was anderes. Der Schnee jetzt nochmal richtig gut. Voll geil. Mega. Oh, okay. Ja. Und da sind wir schon wieder bei der Straße. Schade, war schon geil. So, eine letzte Hürde gibt's noch. Die werden wir hoffentlich meistern. So, ich weiß, ihr schaut am liebsten, wo ich essen gehe, deswegen zeige ich es euch jetzt. Das ist echt ein bisschen skurril, der Eingang. Ja, mach auf. Soll ich mich alleine blamieren? Ist das Essen da? Schmeckt's denn? Ja, gewaltig. Mahlzeit. Echt jetzt? Schwittelst du? Und auch diesmal, ich bin schon wieder zurück, gerade ins Hotelzimmerchen reingewatschelt. Ich kann es euch gerne mal zeigen. Ich habe Aussicht auf die Piste, was mir aber nichts bringt, weil wir jetzt immer in Lechtswiss gestartet sind und ich wohne in St. Anton. Voll doof. Aber egal. So schaut übrigens das Zimmerchen aus. Ist sehr, sehr schick. Aber es bleibt ein bisschen hell in der Nacht leider, weil die Rollos nicht ganz so zumachen. Also geht so. Aber ansonsten mega schön. Kann man nichts sagen.
ist direkt im Zentrum, da fährt man dann mit dem Auto rein in die Fußgängerzone, voll verrückt, und parkt aber halt außerhalb. Also auch so semi-praktisch für mich, jetzt, wo ich jeden Tag das Auto brauche, aber gut, ist so. Naja, Video ist schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!